23. Juli 2023. Hier in der Türkei soll in wenigen Minuten das dritte Kind von Sarafina und Peter Wolny per Kaiserschnitt auf die Welt kommen. Große Teile der Familie haben sich im Krankenhaus versammelt. Sarafina ist bereits seit 20 Minuten im Kreissaal. Ja, wo Sarafina geweint hat, das war auf jeden Fall schon eine scheiß Situation. Ähnlich wie damals die Geburt von den Jungs, wo ich unter anderem auch mit, also nicht mit in den Kreissaal rein durfte. Kein Mensch wartet gerne, wenn jemand im OP ist. So war es dann bei mir genauso, dass ich darauf quasi gewartet habe, wann kommt das Kind oder wann kommt Mama plus Kind aus dem Kreißsaal. Das war halt generell so eine richtig beschissene Situation, aber ja, ich bin auf jeden Fall mega dankbar, dass halt dementsprechend ja alle halt hinter mir standen und halt auch dementsprechend mit mir halt gewartet haben. Kann man nicht hier so sehen? Kannst du gar nichts sehen. Boah. Kannst du auch nichts hören, Baby schreien? Nach wie vor gibt es kein Update aus dem OP. Kein Babygeschrei. Nichts. Ist er jetzt da? Nein, warum macht ihr jetzt Stress? Was ist denn mit, Alter? Sicher? Sicher. Das. Da kommt er. Das ist dein Baby. Peter, dein Baby. Baby! Ist da. Nein. Ich seh nichts. Ja, vielleicht ist das auch ein anderes Baby. Nein. Nein. Das kann sein, warum nicht? Lass mich auch mal gucken. Jetzt. Hanna, erkennst du, was es ist? Nein. Die Stalker sind da. Die machen auf. Komm. Wer macht auf? Klopf mal dagegen. Chris. Was ist es? Das ist Jojo. Was ist ein Mädchen? Ist ein Mädchen? Ist ein Mädchen? Doch. Es ist ein Mädchen. Ein Mädchen! Ein Mädchen! Ein Mädchen. Ein Mädchen. Deine Ohren, Junge. Hier sind wir, Digga. Hier sind wir. Blöd, bitte. Danke. Du, die haben trotzdem Peter. Peter. Danke für die kleine Maus. 50-50, dass ich mein Glück in Worte fassen kann. Ich hab im Auto gehört. Ist schon ein krasses Gefühl gerade. Glückwunsch, Robi. Herzlichen Glückwunsch, Bruder. Oh, so froh. Herzlichen Glückwunsch. Das Kind hat auf jeden Fall deine Ohren, Peter. Ja. Oh Gott, ey. Um 10.28 Uhr erblickte Sarafinas und Peters Prinzessin das Licht der Welt. 14 mitgenommen gerade, ja. Guck mal, Peters Ohren direkt. Oh mein Gott, Alter. Mama sagt, ich bin süß. Mama sagt, ich will das Baby, Peter. Besser, ich blende mir. Aber das ist groß, Peter. Also ich fühle mich erleichtert. Ich würde mich noch erleichterter fühlen, wenn ich jetzt wüsste, wie es Sarafina geht. Wenn man, ja, weil da haben wir keine Informationen drüber bekommen. Aber wir gehen mal davon aus, dass es ihr gut geht. Weil es sieht ja auch so aus, als wenn es der Kleinen gut geht. Also wir sind jetzt in der Überzahl. Guck mal, Schatzemann, was ist da? Ist das Baby? Oh, war Peter voll am Zittern. Ist das Baby? Emory und Casey werden im Wolny zu Hause von Kevin und Sari betreut. Die vier machen sich gleich auf den Weg ins Krankenhaus. Netter Papa, das ist nett, ich grüße dich. Papa. Papa, ich gern. Herzlichen Glückwunsch. Auf Bitte von Sarafina hat die Hebamme im Kreissaal Fotos von Mutter und Tochter gemacht. Beide Ladies sind wohlauf. Mir fällt gerade ein Stein von Herzen, dass Sarafina auch gut geht. Was ist das mit dem Baby? Jo, jetzt wollen wir mal. Open the door, please. Und aha, mach die Tür auf. Lass du lachen? Hallo. Evet, hayırlı olsun. Evet, alalım. Odasına, odasındaki ne olur? Hmm. Ali, was jetzt bitte? Da annesinin var, çıkmaya. Gehen jetzt Zimmer. Will ja, was war falan. Okay.
48 cm ist Peters Prinzessin groß. 2700 Gramm bringt sie auf die Waage. Papas ganzer Stolz. Ich muss mich konzentrieren. Unbeschreiblich. Was ist reicht? Na, kleine Maus. Herzlich willkommen. Sarafina Korn. So, guck mal. Mama. Hast du mit Papa gekuschelt? Jetzt mal eine ganz, ganz wichtige Frage. Wie heißt das? Wie heißt unsere Prinzessin? Also es ist eine kleine Hope, Angel Xavier Wolli. Oh. Ja, also der Name ist was ganz Besonderes, nur bin ich dir ganz ehrlich, ich hab den, der ist schon wieder irgendwas mit Hope oder Hape oder irgendwie sowas. Ist weg, weil für mich war die Freude erstmal da, Sarafina wiederzusehen. Wenn ich jetzt ein Foto von dir rausholen würde, Sarafina, wo du geboren bist, also warst. Guck mal die Nase. Das ist Imori, Mama. Ja, ich sage Imori. Imori, Imori ist auch Sarafina auch im Gesicht aus. Das ist Imori. Nee. Ja! Oh. Flossen weg, Oma. Sie will gar nicht mit den Brüdern konfrontiert werden, erstmal. Ne? Verglichen werden. Ja, sie ist weil was sie anderes. Ich gerade denkt, das ist gerade meine Zeit. Aber so alles für dich gut, Sarafina? Super. Wie war die Geburt, also jetzt der Eingriff? Also die Hebamme hat ja auch Fotos gemacht. Ja. Die haben wir, also hat sie noch, aber die schickt uns. Ich fühle mich jetzt gut beruhigt, weil ich Sarafina gesehen habe, mit Sarafina gesprochen hat. Wie war die Geburt? Hast du keine Schmerzen gehabt? Sie sagt, Mama, also so lieb und nett, wie die im OP waren und alle zuvorkommen, bis jetzt keinerlei Schmerzen und das muss super abgelaufen sein. Sie sagte, klasse. Die Geburt war wirklich traumhaft. Also die Übersetzerin hat wirklich jeden Schritt, den der Arzt gemacht hat, erklärt und gesagt, was da gerade gemacht wird. Ja, dann kam das Baby raus und dann sagte die Übersetzerin nur noch, sie haben ein wunderschönes Mädchen, hat der Doktor gerade gesagt. Ja, und dann wurde mir die Kleine schon an den Kopf gehalten. Und diesen Moment kannte ich halt nicht bei den Zwillingen. Es war ein wunderschöner Moment zwischen mir und der Kleinen. Als ich Peter dann nach der Geburt das erste Mal wieder gesehen habe, hat man ihm einfach so angemerkt, er hatte, glaube ich, die Kleine auf dem Arm, wo ich ins Zimmer kam. Und man hat ihm einfach angemerkt, er war richtig stolz, ne? Die Kleine. Aber dann ist ihm halt dieser Stein von Herzen gefallen, dass es seiner Frau halt auch gut ging. Das war halt dann für ihn so der Moment, es ist alles gut. Also ich freue mich sehr über ein Mädchen, weil ich sage mir mal, Peter, ne, für einen Papa ist er Junge und Peter hat seine zwei Jungs und jetzt hat Sarafina auch ihre kleine Prinzessin. Es freut mich ganz einfach, dass die jetzt ja, alle Male glücklich sind. Die Großfamilie genießt die ersten Momente mit der kleinen Hope und lässt Mama, Papa und Tochter dann alleine. Kurz darauf treffen dann Hopes Zwillingsbrüder Imori und Casey sowie Anastasia mit Kevin und Sari ein. Kuckuck! Hi! Kommt ihr Baby gucken? Ja? Guck mal, Schatz. Geh mal gucken. Komm mal hier hin. Oh. Das Baby sitzt hier drin. Hallo, mein Schatz. Komm mal her. Oh, wei, was habt ihr mitgebracht? Guck mal da. Guck mal, da ist das Baby. Ist deine kleine Schwester. Da. So, deine Schwester. Das ist das Baby, was bei der Mama im Bauch war. Die Mama hat kein Baby mehr im Bauch. Das ist das Baby. Baby, Kussi. Und? Oh. Also, ich bin sehr froh,
dass unsere kleine Prinzessin jetzt auf der Welt ist. Und ja, die Kleine hat jetzt zwei Prinzen als große Brüder, die immer beschützen werden. Und ja, wir sind einfach überglücklich. Ist das deine kleine Schwester? Ja. Ist das jetzt der große Bruder? Ja. Ja, irgendwie ist der Casey so ein bisschen zurückhaltend. Und der Emory, der. Oh, Baby, der ist irgendwie. Der kann es genauso nicht fassen wie der Papa. Beim Anblick seiner süßen Schwester kehrt auch Caseys gute Laune schnell zurück. Was für ein schöner erster Moment.